Weiter geht es mit einer weiteren Folge Parking Tycoon Business Simulator. Wir spielen weiterhin das DLC Seaside Business. Wir befinden uns hier also in Miami am Strand, genießen das Wetter und bauen nebenbei einen wunderschönen Parkplatz auf. So ist es. Wir haben in der letzten Folge wieder sehr viel erreicht. Wir haben es sogar geschafft, endlich mal unser Büro weiter auszubauen bzw. auf die Upgrade-Stufe 2 zu bringen. Es sieht einfach schon viel passender aus, oder? Schon viel einladender. Wenn du das siehst, dann tust du nicht vor Schreck wieder vom Parkplatz wegfahren, sondern du denkst dir, jo, ordentlicher Parkplatz, top moderner Parkplatz, schönes Büro, cooler Surfbrettverleih und somit bleibt man hier, oder? So ist es doch, genau. Ja, ich habe jetzt hier einfach kurz rumgestanden, habe in der Zeit das letzte Video benannt, also diese Folge nehme ich direkt im Anschluss auf von der letzten Folge und innerhalb ein paar Sekunden hatten wir jetzt hier einfach 14.406 Geld zusammen. Und das heißt, wir können hier direkt weiter investieren. Ja, und ich würde auch vorschlagen, das machen wir. Ich hatte in der letzten Folge ja eigentlich vor, hier schon ein modernes Dach hinzustellen für den einen Parkplatz. Hatten halt leider kein Geld dafür. Jetzt holen wir das einfach direkt mal nach. Wir fügen das hier gerade mal zur Einkaufsliste hinzu. Ich würde jetzt auch einfach hier nochmal 4 weitere mitnehmen. Schadet ja nicht. Oder sagen wir 5. Sind wir bei 7.500. Damit können wir dann auf jeden Fall noch was anfangen mit dem restlichen Geld. Dann sind wir bei 8.000, was wir noch übrig haben. Gut, dann würde ich auch da hinten gerade mal wieder ein weiteres Upgrade vornehmen. Ja, wir müssen ja hier unser Smart Parking Parkplatz noch ein bisschen ausbauen. Ich würde sagen, hier machen wir auch nochmal einen höheren Turm draus. Gerade wenn der Typ hier gerade da steht, okay, dann kann ich das gerade nicht machen in dem Moment. Dann machen wir hier erstmal den weiteren Ausbau. Also können hier jetzt auch 5 Fahrzeuge parken. An der Stelle sehr cool. Gut, wir haben immer noch 3.722 Geld übrig. Können wir auch noch einiges mit anfangen. Ich denke mal, wir werden jetzt gleich erstmal nochmal ein paar Zaunteile kaufen, damit wir da einfach auch ein bisschen weiterkommen. Ihr kennt es ja von mir, ich switche hier immer so ein bisschen durch. Ja, ein bisschen da weiterarbeiten, ein bisschen da weiterarbeiten, ein bisschen was da machen, ein bisschen was da machen. So kommt man auch voran. So kommt man auch voran. Gut, mehr als 4 von diesen Dächern kann ich nicht mitnehmen. Sollte aber auch kein Problem sein. Wir können nämlich hier jetzt das eine Dach setzen. Dann können wir hier wieder 2, 3 wegmachen. Und dann haben wir auf jeden Fall Platz dafür im Inventar. Genau, bauen wir jetzt wieder ab. Dann setzen wir das einfach jetzt direkt mal da rüber. Ich könnte auch direkt hier die modernen Dächer ja hinbauen bei dem Parkplatz. Ich wollte aber bei dem hier erstmal beginnen mit dem Ausbauen. Genau, so. Dann habe ich jetzt hier Platz für das nächste Dach. Kann jetzt hier rüber gehen, entfernen hier das nächste. Vielleicht auch hier nochmal das nächste. Dann machen wir hier zack, zack. Das können wir auch schon mal entfernen. Ich habe ja noch ein modernes Dach auf Lager. Höre ich da gerade den Graffiti-Typ? Ja, natürlich höre ich den. Wo ist der Sicherheitsmann wieder? Ich habe ein neues Gebäude. Macht schon Acker. Macht schon Acker. Weg mit dir. Weg mit dir. Gerade erst neu gemacht. Der Sicherheitsmann geht wieder sonst wo spazieren. Das ist wieder so typisch. Mann, Mann, Mann. Es wird Zeit, dass wir wirklich den Zaun haben. Es wird wirklich Zeit. So, dann haben wir hier jetzt auch schon zum Teil überdacht. Nehmen wir noch mehr Geld ein, finde ich super. Wir haben auch schon wieder genug Geld, um hier weiter ausbauen zu können. Ich würde jetzt hier einfach mal weitermachen, wo ich eigentlich eben schon weitermachen wollte. So. Haben wir immer noch 2000 Geld übrig? Finde ich schön. Ich hole jetzt nochmal das moderne Dach. Level 3. Dann machen wir den einen Parkplatz noch fertig. Und dann schauen wir weiter. Ich wollte ja mit dem Zaun dann nochmal weitermachen. Oh. Habe ich gerade Dinge getan? Ich weiß nicht, was ich getan habe, aber auf jeden Fall habe ich das Dach nicht dabei. So. Falsch gedrückt. Jetzt haben wir es dabei. Gut, ich spiele halt jetzt schon ultra lang auch dieses Spiel. Meine Konzentration ist langsam nicht mehr ganz so gut, habe ich in der letzten Folge ja schon gesagt, aber ich wollte es halt jetzt noch aufnehmen, dass in der nächsten Woche halt genügend Folgen da vorhanden sind. Ist aber auch heute die letzte Aufnahme von diesem Spiel. So, da hinten wird gerade durchgeswitcht. Ich finde, es sieht aber ultra cool aus, wenn es so da durchswitcht. Na gut, gehen wir Zaunteile kaufen. Oder ich gucke nochmal lieber im Lagerregal nach, ob ich da schon welche bestellt hatte. Ich glaube nämlich schon, oder? Nö, okay. Dann nicht. Dann bestellen wir jetzt ein paar Zaunteile. Aber wir können auch bald dann auch schon die bessere Zaunstufe bestellen. Das ist halt ein bisschen ärgerlich, aber na gut.
modernere Schranke könnte man theoretisch auch dann bald mal besorgen. Kostet halt 10.000. Ist jetzt nicht so ultra wichtig. Aber schadet auch nicht. So, bestellen wir einfach mal 16 Zaunteile. Hauptsache, wir haben dann erstmal hier zu. Der Rest ist nicht so wichtig. So, genau. Oh, ich muss aber wirklich sagen, ich finde den Parkplatz schöner als den in der Stadt. Ich meine, ich hatte sowieso in der Stadt den Parkplatz komplett komisch aufgebaut. Lag einfach daran, ich wollte den meisten Gewinn aus den Parkplätzen rausholen und deswegen hatte ich selbst, wenn da ein Parkhaus noch drüber gebaut war, hatte ich diese Dächer im Parkhaus drinne stehen. Habe ich halt einfach gemacht, damit wir mehr Gewinn haben. Sah halt total komisch aus. Hier finde ich, ist es einfach so ein stimmiges Bild. Ich sehe gerade, unsere Lieferung ist da. So, alles. Okay, ich kann nicht alles rüberziehen. Alles klar, dann machen wir es so. Haben wir 8 Zaunteile mit dabei. Da müssen wir gleich nochmal zurückrennen und noch weitere holen. Hauptsache, wir haben auch hier Zäune stehen, damit diese Bruchkanten da unten nicht mehr so sichtbar sind. Das sieht nämlich echt nicht gut aus. So, dann haben wir das schon mal vollendet. Hier geht's jetzt weiter. Wie lang einfach diese Laufwege wieder sind. Dupdidupdidu, dauert ein bisschen. Ja, wir sind gleich beim Büro. Wir sind gleich beim Lager dann. Dann geht's gleich weiter. So. Okay, können wir eigentlich alle mitnehmen. Das würde ich gerne verkaufen. Können wir nichts mit anfangen. Können wir auch nichts mehr mit anfangen. Können wir auch nichts mehr mit anfangen. So, da haben wir da auch mal aussortiert. Dann laufe ich jetzt mal wieder die Richtung. Jetzt sind wir die nächsten 2 Minuten wieder unterwegs. Ach ja. Wir haben es gleich geschafft. Schön ist, dass ich schneller bin als der Sicherheitsmann. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, der Zaun geht dann bis hier vorne hin. Und dann geht es da drüben weiter. Bis zum Surfbrettverleih und dann müssen wir da auch noch ein Stück. Ist noch ein bisschen was. So, wir haben wieder 5.281 Geld zur Verfügung. Ich würde dann fast zum nächsten Ausbau tendieren. Ich mache hier gerade mal ein bisschen Platz. Das Auto will bestimmt dort reinfahren. Nö, fährt weg. Okay. Ja, ich würde dann hier sagen, dass wir hier weiter ausbauen. Ich warte nur gerade, dass wir noch ein bisschen Geld reinbekommen. Aber da ist ja gerade jemand vorne hingefahren, wird jetzt auch bezahlen. Genau, dann können wir hier upgraden. Haben wir den nächsten hohen Turm. Ich würde aber so gerne die Aussicht von da oben sehen. Nur ich darf nicht. Ich kann da nicht hoch. So, machen wir hier einfach gerade nochmal ein Foto. Sieht schon cool aus. Ja, Zaunteile bestellen oder kurz warten, bis wir wieder Geld haben, um ein weiteres Upgrade zu machen oder Dächer bestellen. Könnten nochmal ein weiteres Dach bestellen. Für den Parkplatz. So, zack. Machen wir es so. Und nehmen wir nochmal ein paar Zaunteile mit. Ich glaube, eben gerade wollte irgendjemand am Zaun randalieren. Haben wir aber einfach mal so unterbunden. Wieder Sonnenuntergang. Sonnenuntergang sieht richtig schön aus mit den Palmen da. Apropos Palme, ich wollte ja hier auch noch ein paar Palmen hinsetzen. Das steht auch noch an. Ich frage mich irgendwie, was hier mal geplant war, oder hatten wir da in der Stadt irgendwas? Weil das ist irgendwie gesperrt, da kann man auch nichts freischalten. Das haben wir alles entladen. Dann nehmen wir die 2 Zaunteile mit. Ich glaube, das Dach müsste auch noch gehen. Jawohl.
setzen wir gerade mal das neue Dach hier hin. Und das andere bringen wir gerade rüber zum anderen Parkplatz. Wenn ich nicht feststecken würde hier an der Stelle. So, da haben wir das. Zack. Nächster Parkplatz, der teurer geworden ist. 32,90 müssen wir hier bezahlen pro Stunde. Und hier nur 26,9. 26,90, natürlich. Ja, gut. Machen wir weiter mit dem Zaun. Da waren wir ja schon ein bisschen weiter. Rennen wir gerade mal nach hier hinten. Zack. Zack. Ja, man merkt aber mittlerweile, dass das mit dem Geldfluss ein bisschen schneller funktioniert. Aber wir hatten ja eigentlich eben gerade erst für 2000 Geld was bestellt. Jetzt haben wir schon wieder 3000 hier zusammen. Boah, der hat 352 da vorne ungefähr bezahlt. Boah, das waren 500, was der bezahlt hat. Was bezahlt er hier? Ah, 300, 400 im Dreh. Nicht schlecht, nicht schlecht. Was kosten denn eigentlich jetzt nochmal die anderen Upgrades? 16.000 für das Büro Level 3. Der Gehweg würde 10.000 kosten. Den Rest haben wir schon gekauft. Da ist nichts mehr übrig. Ja, man merkt so ein bisschen, dass wir, glaube ich, so ein bisschen in Richtung Ende von dem Spiel gehen. Von dem DLC. Dann habe ich das einfach fast an einem Tag durchgesuchtet. Beziehungsweise, wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Wir müssen noch die ganzen Sachen da vorne upgraden. Wir müssen noch die modernen Dächer überall hinsetzen. Es ist auf jeden Fall noch einiges zu tun. So ist es nicht. Ja, moderne Schranke fehlt auch noch. Aber wir haben schon einiges erreicht. Genau, ich wollte dann hier eigentlich den nächsten Turm wieder ausbauen, sobald jetzt nochmal jemand vorne bezahlen geht. Aber der hat gerade die Schranke zugemacht, die sehen wir da hinten. Da fährt also gerade keiner weg. Okay, er macht sie wieder auf. Da kommt ein Auto gefahren, sehr gut. Wie gesagt, ich will ja wegen den Mitarbeitern nicht immer so knapp bei Kasse sein. Wollen wir schon? Die Schranke ist noch offen, da kommt noch jemand. Okay, dann passt das. So. Boah, wie viel Geld wir noch brauchen. Es ist schon noch ultra viel. Kostet der Parkplatz eigentlich jetzt wirklich mehr, wenn man hier den Turm ausbaut oder nicht? Wir haben hier 24,90 pro Stunde. Und das ist jetzt so ein kleiner Turm. Nee, also wenn wir das ausbauen, der Preis für den Parkplatz wird trotzdem nicht teurer. Ich bin gerade auf dem Weg zum Computer, weil ich wollte jetzt nochmal hier ein Dach bestellen, dass wir da auch ein bisschen weitermachen. So. Dass wir noch mehr Geld halt für die Parkplätze bekommen. Bei der manche, wenn die schon 500 bezahlen beim Rausfahren, hier die Person gerade auch wieder so ungefähr. Das ist schon eine ordentliche Summe. Naja, schauen wir gerade mal, was sich hier so tut. Okay, er ist da. Unsere Lieferung ist eingetroffen. Sehr schön. Dann abladen. Ab ans Regal. Das eine Dach aufnehmen. Zum Parkplatz rennen. Oh, wir haben sogar eine Blume hier. Das hat mir bestimmt der Entwickler bei House Flipper abgeschaut. Nein, Quatsch. Ich finde, so eine Blume in der Ecke ist immer eine wunderschöne Sache. Bringt Farbe rein, bringt Leben rein. Habe ich auch eine Realität. Sehr viele Pflanzen. So. Das einzigste Nervige ist halt immer, dass man die ständig gießen muss. Jetzt gerade an den warmen Tagen bist du nur am Rennen mit der Gießkanne die ganze Zeit, damit die nicht kaputt gehen. Wir machen hier gerade mal Dinge. Inventar voll.
Ich wollte jetzt hier schon mal einige Dächer rüberbauen, damit das einfach mit den neuen Dächern installieren schneller geht. Ist ja im Grunde genommen egal, wo die stehen. Wir nehmen hier auch 32,9 ein. Drüben auch 32,9. Hier auch. So, machen wir hier mal weiter. Gut, haben wir da drüben noch die 2. Ja, wenn wir dann mit dem Parkplatz 1 fertig sind, können wir hier die kompletten Dächer entfernen. Und können dann auch moderne Dächer anbringen. Ja, jetzt haben wir uns kurz hier mit diesen Dächern beschäftigt. Jetzt haben wir schon wieder 7.906 Geld zur Verfügung, beziehungsweise jetzt schon 8.258. Das geht doch in die richtige Richtung. Ich bin gerade überlegen, ob wir einfach mal das teure Upgrade machen. Ich will mal gucken, ob es dann noch eine Stufe gibt. Mich einfach mal interessieren. Komm, wir machen jetzt einfach gerade mal so ein teures Upgrade für 7.500 oder was das war. Rein Interesse halber. Computer benutzen. Ebene 3. Maximales Level ist Ebene 3. Also 7 Fahrzeuge können hier maximal in dem Turm unterkommen. Das ist aber auch schon echt eine gute Höhe. Das ist schon echt eine ordentliche Höhe. Na dann, wissen wir da schon mal Bescheid. Ah, der Parkplatz kostet jetzt auch wieder nicht anders als die anderen, oder? 25,7? Nee, macht keinen Unterschied. Außer, dass vielleicht allgemein das Parken da teurer wird in der Reihe. Das kann sein. Geschäft. Ein Dach. Bevor wir hier gar nichts machen, bestellen wir lieber einzelne Dächer. Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Das ist schon echt ein ordentlich hoher Turm da hinten. Ich weiß gar nicht, ob man das im Video überhaupt sieht auf meinem Kontrollmonitor. Beim iPad sieht man gerade nichts, dass da hinten ein Turm ist. Ich hoffe, im Video sieht man noch was. Ja, jetzt können wir einfach hier hinrennen, platzieren das Dach. Brauchen nichts umsetzen. Wie gesagt, wir hätten uns das auch sparen können, einfach hier direkt angefangen mit den modernen Dächern und dann erst hier. Aber ich finde es irgendwie so cooler. Hier am Büro erstmal anfangen, alles top modern zu machen. Dann haben wir hier auch nämlich eine passende Preissteigerung. Da hinten sind die Parkplätze am günstigsten, dann kommen hier die Parkplätze und dann kommen hier drüben die teuersten. Den hohen Turm nutzt gerade noch niemand. Gucken, ob da jetzt gleich mal Autos angefahren kommen. Nö, noch steht da niemand drin, glaube ich. Sieht leer aus. Ja, das war wieder ein sanfter Tag-Nacht-Wechsel. Das ist echt ein bisschen hart. Na gut. Was ich hier irgendwie cool finde, ist, dass das Licht so auf dem Boden abstrahlt. Vom Büro. Jetzt alles so grünlich. Das finde ich cool. So, wir hätten wieder 5.860 Geld zur Verfügung. Könnten wir entweder wieder in die Dächer investieren oder halt für mehr Parkplätze. Weil man halt sagen muss,
Ich muss gerade mal mein Tablet anschließen. Moment. Strom ist all. So, beziehungsweise der Akku ist leer. Hier fährt niemand rein. Gerade. Das macht mir ein bisschen Angst. Naja. Gut, bauen wir einfach hier gerade mal aus. 5.000 haben wir noch, 2.000 übrig. Würde ich jetzt vielleicht nochmal ein weiteres Dach kaufen, dass wir da auch weiterkommen. Vielleicht hängen die Autos auch wieder irgendwo fest. Nee, da kommt einer angefahren. Es kommen einfach gerade keine Autos. Es möchte gerade niemand da drinnen parken. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Die Parkplätze sehen gerade wirklich leer aus. Die sehen wirklich leer aus. Das ist gar nicht schön. Ich will noch nicht bestellen, weil wir wieder eine blöde Uhrzeit haben. Kann sein, dass hier gleich der Schichttausch ist. Jawohl, der hat um die 400 bezahlt. Ja, der hat auch ordentlich Geld da gelassen. Wunderbar. Gut, dann bestelle ich jetzt gerade mal das eine neue Dach. Haben wir schon auf der Liste. 1500 sind wir dann wieder los. Ich will jetzt gerade mal da hinten gucken, ob wir da wirklich noch alle Surfboards da haben oder ob da wirklich welche kaputt gehen können. Ja, sind immer noch 20 von 20. Also sie gehen nicht kaputt. Ich denke auch nicht, dass ich hier noch welche auffüllen könnte, weil wo will der die dann hinstellen, wenn hier alles voll ist? Dann können die Kunden ja ihre Surfbretter nicht mehr zurückgeben. Ihre Surfboards nicht mehr zurückgeben. Das wäre irgendwie komisch. Oh, der Sicherheitsmann hat tatsächlich mal gut agiert. Er hat gerade den Graffiti-Sprayer gestreichelt mit einem Knüppel. Ja, das ist doch schon mal schön. Er hat wirklich mal wieder was getan für sein Geld. Ich bin begeistert. So. Ich will jetzt mal nach den Palmen gucken. Mich interessieren gerade mal die Palmen. So, Geschäft. Dekoration. Palme. Kostet 500. Ich nehme mal zwei mit. Ich will mir die mal angucken. Bestellen wir gerade einfach mal. Machen die zwei da Schönes? Diese Laufanimation, wenn die da so gegenüber noch stehen und kommen die weiter, weil sie beide so wie so ein Affe vor sich rumlaufen, das ist zu schön. Entladen. Nehmen wir die zwei Palmen gerade mal. Jetzt die Frage, wie groß sind die? Oh Gott, ich glaube, das sind die ganz großen. Ah, die haben echt eine gute Größe. Ja, ich habe eigentlich gehofft, die sind ein bisschen kleiner wie da drüben, die eine. Aber tatsächlich ist sie riesig. Aber ich glaube, das macht allgemein die Parkplätze ein bisschen teurer, oder? 24,9. Ah, ich glaube, nee, das war schon vorher. Die würden wahrscheinlich die Parkplätze auch teurer machen, steht nämlich so im Computer drin, wenn man die wahrscheinlich hier irgendwo hinstellt, auf den Grünstreifen. Und nicht hier. Der bringt einen nichts. Der bringt einen nichts. Oh oh. Ja gut, war vielleicht ein bisschen hart, sich hier gerade geeinigt, aber es bezahlen beide, also habe ich nichts hier einzuwerfen. Ist okay so. Ist okay so. Können sich ruhig wegrahmen, solange sie beide am Ende bezahlen, habe ich da kein Problem mit. Geschäft. So. Nehmen wir für 3000 einfach mal Zeugs mit. Wieder ein paar Dächer. Ich glaube, da drüben steht immer noch kein Auto drin, oder? Ah, doch, ganz unten, glaube ich. Haben wir jetzt mehr Parkplätze zur Verfügung, als es Anfrage gibt, oder wie? Das wäre irgendwie auch nicht so förderlich. Ich meine, wir haben zwar dann keine Kosten für, wenn wir hier
Parkplätze haben, die nicht genutzt werden, aber wir kriegen halt weniger Geld rein. Die Investitionen sind teuer. Will man natürlich dann auch Geld mit verdienen. So, haben wir direkt mal zwei Dächer. Nummer 1. Zwei, wie viel brauchen wir jetzt hier noch? Hier haben wir noch 1, 2, 3, 4. Auf der anderen Seite nochmal genau das gleiche. Also 8 Stück brauchen wir für diesen Parkplatz. Das ist noch einiges. So, 37,3 kriegen wir da pro Stunde. Cool. Ja, Parkplätze ausbauen ist gerade so ein bisschen fragwürdig. Lieber hier wirklich die Dächer hingebaut über die Parkplätze, weil was da hinten wird nicht genutzt. Also steht ein Auto in dem großen Turm, nee, zwei Autos stehen in dem großen Turm. Hier daneben an ist auch ziemlich leer. Die anderen Parkplätze sind ziemlich leer. Hier sind zwei Slots frei. Haben wir wirklich zu viel geupgradet? Brauchen wir gar nicht so viel? Ist es gerade irgendwie ein bisschen unnötig oder kommen da irgendwann wieder ganz viele Autos angefahren? Fragen über Fragen. Unsere Bestellung ist da. Wir machen einfach hier die anderen Parkplätze noch teurer und dann ist gut. Nicht überfahren, danke. Boah, das war knapp. So, zwei Dächer. Ich würde jetzt aber trotzdem sagen, dass wir mit dem Geld, was wir jetzt haben, erstmal wieder so einen Turm da hinten ausbauen. Die Stufe 2 bringen. So. Jetzt haben wir 5.720. Könnte man gut investieren. Fährt da hinten gerade jemand Richtung Schranke? Jawohl. Gut, dann kriegen wir jetzt gleich sowieso nochmal Geld rein. Kann ich gerade nicht benutzen, weil da jemand reinfährt. Dann machen wir doch einfach mal hier weiter. So, ausgebaut. Wunderbar. Ich bin überlegen, hier noch eine dritte Palme hinzustellen, da hinten. Ich glaube, das machen wir. Wir brauchen eh noch Punkte für die Reputation. Wir haben noch ein bisschen Geld übrig. Palme. Vielleicht auch mal wieder zwei, drei Zaunteile. Ja, ich muss da auch mal weitermachen. Ich höre eine Autosirene. Oder beziehungsweise eine Autoalarmanlage. Ah, ich glaube. Er hat nichts in der Hand. Hey, get the hell out of here. Ich glaube, der Sicherheitsmann war vor Ort. Ja, er rennt da hinten. Sehr gut. Der wird ja langsam echt brauchbar. Ich bin echt begeistert. So, einmal die Palme und dann haben wir 6 Soundteile. Die können wir sogar alle mitnehmen. Sehr cool. Habe jetzt nicht gedacht, dass das ins Inventar noch reinpasst, aber wir haben Glück gehabt. Immer noch ziemlich leer. Mittlerweile sind 3 Autos drin. Hier haben wir jetzt so einen schönen Palmschatten auf dem Boden. Passt sich gut zur Straße an. Auch hier nebenan. Cool. So, Zaunteile. Da hinten waren wir noch nicht ganz fertig. Und wenn wir dann fertig sind, dann kommen wir bestimmt auf Level 6 und dann geht es weiter mit anderen Zaunteilen. Müssen wir alles wieder abreißen. Ja. Ich hätte jetzt eigentlich mal mit einer Palme probieren müssen, ob man die hier auch hinsetzen kann. Aber gut.
Ach ja, unser schöner Parkplatz. Ich bin jedes Mal wieder begeistert. Finde ihn einfach ultra schön, ultra gut gelungen bis jetzt. Ja, und wir sind ja immer noch nicht ganz fertig. Müssen noch ein paar Sachen ausbauen, ein paar Sachen verschönern, noch ein paar Sachen teurer machen. Aber so gefällt mir das echt gut. Ja, bedenkt, wie das hier vorher aussah. Voll die Ruine. Überall nur Sandhaufen, Müll, Dreck. Und mittlerweile jetzt topmodern, schön gestaltet. Gefällt mir. So, wir hätten theoretisch wieder genug Geld. Ich warte nur gerade, bis die zwei Autos da hinten noch bezahlt haben. Oder drei. Zwei oder drei Autos sind das. Dass wir dann hier noch ausbauen. Na komm, machen wir. Jawohl. Sehr schön. Also Parkplätze haben wir jetzt immer mehr zur Verfügung. Können immer mehr Autos reingefahren kommen hier in den Parkplatz. Schön, schön. Da hinten sehen wir aber gerade, dass die Surfbretter ausgehen. Ich kann es hier halt auch, glaube ich, nicht upgraden. Das wäre natürlich auch nochmal ganz cool, dass man nochmal mehr unterbringen könnte. Vielleicht könnte ich noch welche kaufen, die jetzt noch hier reinstellen. Aber ich frage mich halt dann, was mit den Surfbrettern passiert. Weil die müssen ja irgendwie, wenn die dann zurückgebracht werden, müssen die ja irgendwo hin. Und das Spiel zeigt ja an, 20 von 20 sind da. Also ich denke nicht, dass man da irgendwie noch auffüllen kann. Auch wenn es das anzeigt, wenn man zu diesem Regal geht. Beziehungsweise zu dieser Halteposition von diesen Surfbrettern. Na dann. Ich würde sagen, wir kommen dann mal zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Gerne auch den Kanal abonnieren, gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde dem Kanal sehr weiterhelfen und dir natürlich auch Vorteile verschaffen. Genau. Ja, und ja, falls du gerade auf der Suche bist nach Spielen, günstig und legal, kannst du mal in die Videobeschreibung reinschauen. Dort findest du ganz oben einen Affiliate-Link. Für dich zu Instant Gaming kannst du dir günstig und legal, wie gesagt, Spiele kaufen. Und wenn du das über diesen Link machst, gleichzeitig noch den Kanal hier unterstützen. Ja, für dich kostet das Spiel trotzdem da nicht mehr. Genau, dann habe ich, glaube ich, alles erwähnt, was ich am Ende immer erwähnen möchte. Und ja, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank für die Unterstützung. Bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.